Moin moin und herzlich willkommen. Da sind wir auch schon bei der allerletzten Mission angekommen, der Belagerung von Dunkirk. Könnt ihr euch vorstellen, wir haben uns durch die komplette Kampagne geprügelt. Und ja, ich freue mich auch schon auf die letzte Mission. Legen wir mal los. Mein Kommandant, ich begrüße Sie. Die Spanier haben ihre Stellungen in den bebauten Dunkirks und der Umgebung verstärkt. Unser neues Lager ist ausgestattet wie ein echtes Castrum der alten Römer. Und ebenfalls verstärkt und mit Ultima Ratio Regum, den letzten Mitteln der Könige, also mit Kanonen versehen. Um unsere Verteidigung zu stärken, haben wir die Hütten der einheimischen Einwohner auseinandergenommen. Aber für eine tiefergehende Belagerung wird es eindeutig nicht reichen. Im Zweifelsfalle müssen wir unsere Vorräte, Gerätschaften, Holz und Kalk von den örtlichen Händlern einkaufen. Diese Hunde besteuern uns aber wie die Gottlosen und verlangen den dreifachen Preis. Abgesehen davon sind wir voller Entschlossenheit und bereit, ihre Befehle auszuführen. Mein Kommandant, herzlichen Dank für die Antwort eines ehrenwerten Soldaten. Aufrichtig wie die Klinge seines Schwertes. Ja, und damit sag ich mal, geht's los, ne? Das ist ein langer Missionstext. Zu gewinnen müssen wir Dunkirk einnehmen. Eine Stadt an der Küste. Sie müssen die meisten Abwehrkräfte besiegen und die militärischen Stützpunkte zerstören. Wir erleiden eine Niederlage, wenn wir alle Soldaten verlieren. Und wir müssen hier unsere Gebäude beschützen und die feindlich zerstören, da wir keine neuen Gebäude errichten können. Oha. Wir können keine Gebäude bauen, tatsächlich. Das heißt, wir müssen mit dem arbeiten, was wir vor uns haben. Gut, das können wir tun. Aber diese Lagerhäuser sind irgendwie immer... Also ich weiß nicht, wer die gebaut hat. Die sind ja absoluter Mist. Die baue ich selber neu. Können auf alle Fälle Bauern bauen. Und Upgrades. Und da wir eh nichts bauen können, können wir auch sofort anfangen, Truppen auszuheben. Können sich direkt hier vorne treffen. Reiterei werden wir auch bauen. Königsmusketiere. Oha. Elite-Reiter mit einer Muskete bewaffnet. Das klingt natürlich richtig gut, ne? Aber 100 Gold. Und das ist natürlich eine absolute Hausnummer, ne? Ich glaube, darauf werde ich erstmal noch verzichten. Aber wenn wir genügend Gold haben, werde ich die definitiv bauen. Das ist mir jetzt aber noch ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. 100 Gold, das ist ja pro Einheit. Da muss man ja weinen, sobald man eine Einheit verliert. Ja, die Einheiten können sich auch alle hier oben treffen. Die Bauern nehmen wir natürlich mit. Und, wir haben sogar Verteidigungsposten, das ist natürlich nett gemacht. Was wir auf alle Fälle brauchen, sind ein paar mehr Minen. Dass wir unsere Produktion im Gang halten können. Und ja, wir können die Nahrungsmittel-Upgrades auch noch raushauen. Sind jetzt nicht so wichtig, aber besser als nichts. Stein werden wir auf alle Fälle brauchen für ein paar Upgrades. Aber nicht allzu viel. Eigentlich brauchen wir hauptsächlich nur Gold und Eisen und Kohle, um die Einheitenproduktion im Gang zu halten. Weil mehr brauchen die eigentlich nicht. Gold, Eisen, Kohle zum Schießen und ein bisschen Nahrung. Und wir werden auch schon angegriffen. Haben die auf die Mine geschossen oder? Vermutlich. Reite da mal hoch. Dann gucken wir mal nach, was da auf uns geschossen hat. Und da gibt es auch schon die erste Meldung. Mein Kommandant, auf diesem Plateau haben die Spanier nicht nur die Stellungen in der Hafenstadt Dunkirk verstärkt, sondern auch die Picardie-Städtchen im Süden. Hier ist dieses Loch unter den Ziegeldächern, aus dem sie etwa Bastillenähnliches gebaut und es mit Kolubrinen geschmückt haben. Das wird eine Herausforderung für unseren Plan, Dunkirk zu erobern. Bei allem Respekt vor den Bürgern, wir müssen die Stadt im Sturm erobern
um die Spanier zu vertreiben oder mit dem Artilleriefeuer die Stadt dem Boden gleich machen. Ja, mein Kapitän, der Krieg ist eine unerbittliche Sache und dagegen können wir nichts machen. Ich erinnere mich an diese Spanier noch von der Schlacht von Rocroi. Wir haben es geschafft, sie damals zu besiegen, indem wir den größten Teil ihrer Tercio eliminiert haben. Achso, das ist das, was hier auf mich geschossen hat. Also ich werde eine Misch aus dem machen, was er mir vorgeschlagen hat. Ich werde nämlich weder einen Großangriff noch eine reine Belagerung machen, sondern ich werde die Türme zerstören und dann eine Belagerung vornehmen. Habe ich nicht mehr Bauern? Das kommt mir so wenig vor. Aber ich habe auch nur zwei Stadthallen, ne? Gut, da kann man nicht so viel erwarten. Ich bin es halt immer gewohnt, drei zu bauen. Eben aus genau dem Grund, man bekommt halt nicht sehr schnell sehr viele Bauern. Aber die Goldmine brauche ich definitiv. Ansonsten 7 Steine im Holz, das können wir erstmal lassen. Ja, sehen wir zu, dass wir ein paar Upgrades bekommen. Aber erstmal gibt es eine Menge Text. Oh, meine Güte. Es geht ja wieder los hier. Der Premierminister von Frankreich, Kardinal Zulio Mazzarini. Monsieur, möge der liebe Gott Ihre Bemühungen zum Wohle unseres Königs, des christlichen Glaubens und des Vaterlands belohnen. Der gutmütige katholische König Wladislaw IV., Vasa von Polen-Litauen, mein persönlicher Freund und der Feind jedes Ungläubigen, organisierte in Warschau ein Treffen zwischen dem von mir entsandten Grafen von Bregenz und dem bedeutenden Kommandanten und Anführer der mutigen Saporuger Kosaken, Bohdan Chmelnitzki. Entschuldige mich jetzt schon, falls ich da die Namen wieder schlecht ausspreche. Wir wissen, wie wichtig die Reserven im Kampf gegen unsere Feinde sind und haben den Grafen damit beauftragt, die polnische Infanterie und die Saporuger Kosaken für uns zu gewinnen. Sie könnten uns gute Dienste in Flandern und Luxemburg leisten. Natürlich nicht ohne das Einverständnis des König Wladislaw IV., Vasa und des Hetmans Stanislaw Konitspolski. Der Generalkopist der Saporuger Kosaken ist so etwas wie der Minister für Außenpolitik, machte auf den Grafen einen würdigen Eindruck. Sie kamen schnell zum Punkt und unterzeichneten alle Vereinbarungen. Baron de Sirot, der Held der Schlacht von Rocroi, führte die endgültige Rekrutierung durch. Mit der Rekrutierung der polnischen Infanterie verlief ebenfalls alles glatt. Der Baron de Sirot hatte bereits Erfahrung mit der Rekrutierung. Das liest sich echt wie so ein Geschichtsbuch, ne? Kommt man sich direkt vor wie in der Schule. Auf diese Weise entstand ein furchtloses Heer, bestehend aus tausenden erfahrenen und kaltblütigen Soldaten, die Schrecken und Angst gegen die Ungläubigen verbreiteten. Sie sollten bald zu unseren Ufern im Norden andocken und in Calais an Land gehen. Es ist auch nicht unwichtig, dass der Wert ihrer Dienste sehr moderat ausfällt. Möge uns Gott und die Kirche beschützen. Ich habe davon gehört, dass dieses Volk, wenn auch nicht zivilisiert ist, für seine Kriegskunst berühmt ist und ihre Schützen sollen hervorragend sein. Mit solchen Verbündeten haben die Spanier keine Chance gegen uns. Also habe ich dieses kleine Buch vorlesen dürfen, weil ich jetzt etwas Verstärkung bekomme. Ach ja, ich liebe dieses Spiel manchmal. Also die können sich im letzten DLC wirklich nicht mal kurz und knapp in Worte halten. Das sind ja alles immer kleine Bänder, die sie vorlesen. So, bringen wir mal die Kanonen zusammen. Die können sich nämlich jetzt hier schon mal um die Türmchen kümmern. Und wir schnappen uns ein paar mehr Minen. Ach, hier ist auch noch eine. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Ansonsten ein paar Upgrades, das kennen wir ja schon. Zumindest die allerersten, dass die nicht ganz schwach sind, die Truppen. Vielleicht sollte ich auch ein paar Truppen hier lassen, dass meine Kanonen nicht wieder eingenommen werden. Den Fehler mache ich ja gerne mal. Auch wenn ich jedes Mal versuche, mich zu bessern.
Ja, immerhin. Ein Turm haben wir schon mal erledigt. Zwei machen wir noch. Dann machen wir das Tor auf und dann können wir da, glaube ich, reinmarschieren. Beschützt die mal bitte. Der kommt mir gefährlich nah mit seinen Reitern. Auch wenn das eher Zufall zu sein scheint. Ich glaube, wir können uns jetzt auch schon mal die Goldmine schnappen. Ansonsten gucken wir mal, dass sie alle Stufe 3 abgeschlossen haben. Die kann ich auch schon bauen, die Baubitzen. Ach, das ging ja flott, ist ja schon kaputt. Wunderbar. Und mittlerweile habe ich auch schon 15 Kanonen. Wird immer besser. Hier könnte ich auch mal ein paar Regimenter draus bauen. Das habe ich in letzter Zeit ja mal ein bisschen vernachlässigt. Schande auf mein Haupt. Wieso habe ich hier denn Bauern angeklickt? Wollt ihr nicht arbeiten? Haben die sich einfach zur Armee gemogelt, damit sie nicht arbeiten müssen? Nee. Nicht noch mehr Bauern, die rumstehen? Nein. Ich habe Bauern, die nicht in den Minen sind, sehe ich gerade. So, das hätten wir offen. Sehr gut. Hier ist noch eine Eisenmine. Ja, Gold wird langsam knapp. Ich werde mal die Upgrades kurz aussetzen. Dass meine Einheitenproduktion nicht leidet. Oh, Popcap ist ja wunderbar. 4000. Da muss ich mich schon mal nicht drum kümmern. Die Bauern weg, die Kanonen weg. 72er Trupp. Ja, das sieht doch gut aus. Und Angriff. Ich werde jetzt hauptsächlich auf Musketen setzen, wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist. Wobei das vielleicht ein bisschen sehr übertrieben ist. Ich glaube, ein paar mehr Musketen werde ich noch bauen. Pikeniere meine ich natürlich. Ich begrüße Sie recht herzlich, Panoffizier. Wir sind Kosaken von den Ufern des Dnepr. Wir sind zu euch mit unserer Infanterie aus Calais angereist und genießen nun ihre Güte. Wir sind bereit für sie zu dienen, da sie ja schon bezahlt haben. Wo versteckt sich die Festung in den Dünen? Das wäre nicht das erste Mal, dass wir Korulan, Kafu, Trapzanoda, den Konstantinopel, Stanbul und in seiner Pracht einnehmen. Mann, das sind ja Namen. Seid gegrüßt, werter Herr. Ich bin hohen Mutes, da solch erfahrene Krieger unter meiner Führung kämpfen werden. Ich krieg sogar noch Truppen dazu. Das nehme ich natürlich immer gerne. Gerade wo hier die schöne Schlacht stattfindet. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heißt es so schön. Und das werden wir natürlich auch nicht machen. Mein Lieutenant und Feldwebel berichten von der Niederlage der spanischen Fahnen. Unsere goldenen Lilien erheben sich über der Garnison. Die feindliche Besatzung wurde zerstört. Unsere Musketiere besetzten die Wachtürme und den Donjon des alten Schlosses. Wunderbare Arbeit. Ich weiß zwar nicht, von welchem Schloss er spricht, aber zumindest habe ich die Kanonen bekommen. Also die Türme. Und der Rest ist auch noch automatisch explodiert. Das ist auch schön. Da muss ich mich da nicht drum kümmern. Und die Mauern gehören mir auch nicht. Das ist auch schön. Dadurch muss ich mich da ebenfalls nicht drum kümmern. Beziehungsweise ich muss sie vor allen Dingen nicht bezahlen. Ihr wisst, kosten die eine Menge an Stein. Und hatte ich die nicht zusammengefasst? Habe ich wohl vergessen. Ich könnte... Also wir können ja auch eigentlich direkt weiter reiten. Hier scheint hier noch ein bisschen was zu geben. Okay, die Mine müssen wir erst einnehmen. Ja, die Kanonen dürfen auch direkt mitfahren. Die sind eh so langsam. Die kommen hier sonst nie an. Monsieur Kommandant, verzeiht mir, dass ich Sie störe, aber ich bin ein Mann der Taten und möchte Ihnen helfen. Ja, du störst wirklich.
Ich habe so einiges in meinen Jahren erlebt und kann euch den einen oder anderen Rat geben. Verurteilen Sie mich bitte nicht, aber ich habe vor, mich an Ihren Soldaten zu bereichern. Besuchen Sie gerne meinen Markt. Vielen Dank für Ihr Angebot, ehrenwerter Herr. Falls ich Ihre Dienste benötigen sollte, werde ich Sie aufsuchen. Witzigerweise wollte ich sogar tatsächlich zum Markt. Ich wollte nämlich Gold einkaufen. Beziehungsweise verkaufen. Es ist so ein bisschen seltsam, dass er jetzt genau darüber gesprochen hat, als würde er es wissen, dass ich jetzt zum Markt gehen wollte. Aber nun gut. Sehr seltsam. Ich habe schon das Gefühl, so das Spiel weiß, was man tut. Beziehungsweise was man vorhat. Was man tut, weiß es ja. Hat die hier keine Bauern hingeschickt? Verrückt. Ich könnte schwören, da habe ich Bauern hingeschickt. Die nehmen wir ein. Hier holen wir uns auch noch mal ein paar Minen. Zack, zack, zack. Ach so. Jetzt weiß ich warum. Die wurde wahrscheinlich direkt zerstört. Hier ist noch eine Stadt. Triggern wir da wieder was, wenn wir da hinlaufen? Das ist ja doppelte Verteidigungsringe. Das ist ja übel. Gucken wir erstmal, ob wir leichtere Städte finden. Beziehungsweise hier gibt es erstmal eine dicke Feldschlacht. Aua, aua, aua. Es tut ganz schön weh, so an den Kanonen zu kämpfen. Aber ich habe zumindest ein paar Kanonen bekommen. 4 Stück sogar. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also langsam muss ich mir schon überlegen, gar keine Kanonen mehr einzunehmen, weil ich die gar nicht mehr bezahlen kann. Ich habe schon minus 16 Gold. Nur durch die ganzen Kanonen, ne? Oder sind das hier, ne, sind keine Söldner. Ne, eigentlich nur Schiffe, Söldner und, also die großen Schiffe, Söldner und Kanonen verbrauchen Gold im Unterhalt. Ich habe da wohl nie Bauern hingeschickt. Und da werden wir schon wieder von einer Nachricht unterbrochen. Meine Güte, das ist echt häufig in diesem DLC. Viele und lange Nachrichten, aber na gut, lesen wir uns mal da durch. Euer Gnaden, hier sind meine Kosaken. Sie haben ihre Kleidung entblößt und sind unauffällig ans Ufer von dem Fluss dort geschwommen. Fluss? Kleidung entblößt? Hallo? Ich weiß nicht, wovon er redet, aber nun gut, lesen wir mal weiter. Sie haben es geschafft, einen feindlichen Offizier festzunehmen, der gerade einen Spaziergang machte. Ich bin zwar schon an das Leben eines Kriegers gewohnt, aber die Lektionen, die ich bei mir im Ostrock und der italienischen Universität Padua lernte, werde ich nicht vergessen. Meine Lateinkenntnisse ermöglichten es mir, den Offizier zu verhören. Achso, das hat er da gelernt. Es hat sich herausgestellt, dass der Kommandant dieser Festung ist. Als Gegenleistung für sein Leben ist er bereit, uns alle wichtigen Passwörter und die Namen der Wachen, die er selbst angeordnet hat, zu verraten. Sollten wir uns vielleicht mit meinen Kosaken auf eine Erkundungsmission begeben? Falls alles, was er sagt, die Wahrheit ist, können wir die Vorposten und das Tor einnehmen und danach die ganze Festung. Ach, vermutlich ist hier oben irgendwo ein Fluss bei der Festung gewesen. Aber dazu brauchen wir Ihre Erlaubnis, Euer Gnaden. Wir sind von den vielen Reisen erschöpft und sehen aus wie das übliche Söldnerpack. Die Spanier werden nicht wissen, wer wir sind. Und aber deine Leute, Euer Gnaden, werden sie sofort als Franzosen erkennen. Also sollten eure Truppen erstmal im Hintergrund bleiben. Warum nicht? Wer nicht riskiert, der nicht gewinnt. Er sucht nicht die Gunst der schönen Damen und nimmt keine Festungen ein. Ich dachte, die wollen wir einnehmen. Aber nun gut. Dann marschiert man los. Ach, hier oben ist was aufgedeckt worden. Dann meint er das hier wahrscheinlich. Ja gut, dann marschieren wir da eben hin. Ist auch in Ordnung. Ich weiß nicht, wo die hinmarschieren. Aber ich würde mal meine Reiter dahin begeben. Beziehungsweise und meine Kanone am besten auch. Sonst werden die mir hier noch unterm Nagel weggerissen, weil hier irgendwie immer noch Truppen hinlaufen. Beziehungsweise das
Da gehe ich einmal hoch und reiße das einmal ab. Das dürft ihr einmal bitte einnehmen. Oder auch in die Luft jagen ist auch in Ordnung. Ist ja nicht so, dass ich Gold bräuchte. Ah, wir haben dafür auch ein Missionsziel bekommen. Okay. Und da wurde wieder etwas aufgedeckt. Ach, hier, direkt rechts von meinen Kanonen. Der Teufel soll mich holen. Diese widerwärtigen Hidalgo sind unausstehlich. Da ist noch eine Stadt in der Picardie, die sie eingenommen haben. Und nun rüsten sie sich gegen uns auf. Die Verteidigung ist schwach. Sie haben etwas Palisadenartiges aus dem Boden geschampft. Aber man muss schon sagen, ihre Position ist sehr vorteilhaft. Diese Hunde lernen von Monsieur de Vauban. Meine listigen Spione aus der Picardie-Region haben mir berichtet, dass es hier eine Kohlemine in der Nähe geben muss. Ein wichtiger strategischer Platz. Eine einzelne Kohlemine ist wichtig und strategisch. Meint er wahrscheinlich die hier? Naja, ich weiß ja nicht. Wenn der wisst, wie viele Minen wir immer pro Mission einnehmen, würde er es, glaube ich, nicht sagen. Ja, mein Kapitän, eure militärische Erfahrung offenbart uns wertvolle Informationen. Wir müssen diese Vorposten erobern und ihnen aus den Klauen des Feindes befreien. Da stimme ich ihm allerdings zu, das müssen wir. Ja, dann marschieren wir da mal rein. Die kommen mit, ne? Ja, wunderbar. Das reißen wir ab. Die Kanonen können ja auch einmal. Die sind schon da, genau. Kümmert ihr euch mal um den Turm. Oh, das tut aber auch weh mit den Türmen hier. Ich guck mal, dass ich die vielleicht so ein bisschen abgerissen bekomme. Aber ich brauche definitiv mehr Gold. Er führt kein Weg dran vorbei. So, die haben wir eingenommen. Es lebe der König. Auch diese Festungsmauern fielen uns zum Opfer. Meine Soldaten waren alles andere als barmherzig und beförderten die Spanier und ihre Mitstreiter zu den Vorvätern. Die Stadt ist in unserer Hand, zusammen mit ihrer Kohle Valencines. Sie wird uns im Winter während der Belagerung gut dienen. Trotz des leichten Sieges haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir müssen unsere Festung stärken. Wir sind mit den Spuren Iberian vertraut. Sie werden keine Gelegenheit auslassen, ihre wertvollen Vorräte zurückzuholen. Es ist glasklar, mein Kapitän. Sie haben recht. Mobilisieren Sie die Soldaten. Die einheimischen Einwohner sollen Ihnen helfen, wenn Sie Ihren fürchterlichen Dialekt überwinden können. Ich habe das Gefühl, unter den Holländern zu sein und nicht unter dem Zepter des französischen Königs. Okay. Das ist so ein bisschen ausländerfeindlich, aber nun gut. So war das vermutlich früher. Da waren die noch ein bisschen rauer, die Sitten. Wenn da einer komisch gesprochen hat, wurde er gleich zur Sau gemacht. So, die können wir wieder abreißen. Die brauchen wir nicht, die ganzen Lagerhäuser. Wir haben ein Artilleriedepot bekommen, das ist natürlich schön. Nimm mal die Kanone bitte ein. Dankeschön. Also es wird, nimmt langsam wirklich Überhand mit den Kanonen. Also, ja gut, ich baue auch viele Truppen, aber ich muss glaube ich wirklich aufhören, Kanonen zu bauen. Es wird nicht besser mit meinem Gold. Jetzt bin ich schon bei minus 18 angelangt. So, hier können wir ein kleines Dorf erobern. Und dann gehen wir weiter nach oben und nehmen das ein. Ihr kümmert euch mal um die Kanonen. Dass sie mir nicht in meinen Rücken schießen, das mich so ein bisschen anstrengt. Beziehungsweise ich werde mir mal meine gigantische Verstärkung holen. Und nochmal 15 Haubitzen. Da lacht das Herz. Also ich werde, glaube ich, in meinem Lebtag keine Kanonen mehr brauchen. Ja, definitiv nicht. Außer wenn da jetzt ein Reitertrupp kommt und mir alle meine Kanonen kaputt macht. Da hätte ich vielleicht auch mal dran denken sollen, dass ich hier so eine kleine Reitertruppe abstelle, die das verteidigt.
Mein Kommandant, ich komme mit schlechten Nachrichten. Unsere Späher haben die österreichische Reichsarmee von Piccolomini und Bekir, die aus Flandern den Spaniern zur Hilfe eilen, gesichtet. Trotz ihres großen Konvoi bewegen sie sich schnell und werden schon in Kürze hier sein. Wie lauten die Befehle? Wir müssen sie sofort abfangen. Wir müssen angreifen, damit die österreichischen Habsburger sie nicht mit den spanischen Habsburgern vereinigen können und mit der Blockade von Dunkirk zusammenkämpfen. Wenn sie irgendwo hier spawnen, wo meine Kanonen sind, dann werde ich ein leichtes Spiel mit denen haben. Weil die fräsen sich wahrscheinlich durch alles durch wie Butter. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe nicht volle Minen. Werden wir sofort ändern. Zack, zack. Und hier ist auch noch eine Mine. Und hier ist eine Mine. Und ich habe wieder eine Nachricht bekommen. Bei dem Versuch, eine kleine Festung in der Nähe von Dunkirk zu erobern, scheiterte das Vorhaben an der unterschiedlichen Taktik der Saporoga-Kosaken und der europäischen Armee des Prinzen von Condé. Während die ersten Versuche unauffällig im nächtlichen Nebel sich zu dem Feind herantasteten, haben die zweiten plötzlich angefangen, die übliche Kriegsformation aufzustellen und wurden sofort von den Spaniern entdeckt und damit das ausgetüftelte Manöver zum Scheitern verurteilt. Der Plan, die Festung mit List und Überraschung anzugreifen, ist gescheitert. Ich bin außer mir. Ich habe den Eindruck, dass unsere Offiziere eine festliche Formation an dem Schloss Fontainebleau aufstellen wollten, anstatt die Festung des Feindes zu erobern. Ach so, ich bin dazu nah rangegangen. Ups. Ja gut, da haben wir das, haben wir da gefailt, um das mal nett auszudrücken. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass ich da nicht so nah ran durfte. Aber gut, er hat auch mir gesagt, ich sollte mit meinen Truppen wegbleiben, aber ich hatte das jetzt etwas anders interpretiert. Also nicht so als direkten Befehl, da auf Teufel komm raus nicht in die Nähe zu gehen. Aber nun gut, dann nehmen wir die halt normal ein. Das ist auch in Ordnung. Wir haben mehr als genug Kanonen. Na komm, mach das mal bitte kaputt. Und jetzt einmal aufmachen. Komme ich da reingeritten? Nein, sie machen das Tor natürlich zu. Einmal bitte aufmachen. Na komm. So viele Kanonen und die kriegen das doofe Tor nicht auf. Geht doch. Dann geht mal wieder zurück zur Stadt. Hier werde ich die vermutlich nicht mehr brauchen, die Kanonen. Die nehme ich ja wahrscheinlich gleich ein, die Türme. Ach, da ist auch die Armee. Sehr gut, haben wir die auch schon mal gefunden. Der gehen wir mal direkt entgegen, würde ich sagen. Und ich sehe gerade, meine Kanonen sind hier alleine. Dann können wir die noch gerade einnehmen? Oder können wir die jetzt nicht mehr? Müssen wir die vermutlich zerstören. Weil ich das gefailt habe. Guck, eine Salve komplett vernichtet. Das ist schon hardcore. Ja, also es lässt sich zumindest, es macht sich zumindest bezahlt, so viele Kanonen zu haben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Da geht eine Salbe runter und ist direkt alles zerstört. Die tapferen kroatischen Reiter der französischen Armee, schwere Kavallerie und die Infanterie von Condé stoppten, zerstreuten und zerstörten die österreichische Reichsarmee beim Kurs auf Dunkirk. Habe ich nicht prophezeit, dass Mut und Ehrgeiz belohnt werden? Es ist wahrlich ein großer Sieg und eine prächtige Belohnung dazu. Ja, haben wir alles richtig gemacht. Das
haben wir auch wieder eingenommen. Na gut, dann zerstören wir das jetzt halt. Ist auch in Ordnung. Ich werde hier generell mal diese ganzen einzelnen Gebäude abreißen. Die nämlich ständig immer wieder eingenommen werden, wie mir aufgefallen ist. Hier zum Beispiel auch. Ist ein Haus da. Und es gibt schon wieder eine Nachricht. Man wird hier wirklich nicht in Ruhe gelassen. Der Blitz soll mich treffen, mein Kommandant, aber das war wahrlich wundervoll. Ohne zu zögern haben die Kosaken aus gottverlassenen Ländern es geschafft, die spanische Caballero zu verjagen und einige Schiffe zu kapern. Wir haben nun die Möglichkeit, den Feind vom Festland und von der See gleichzeitig anzugreifen. Es handelt sich um ein gefährliches Vorhaben, aber wenn wir es schaffen, die Artillerie der beiden Türme auszuschalten, wird der Sturm erfolgreich sein. Wir kämpfen nicht gegen kleine Jungs, sondern gegen erfahrene und verzweifelte Krieger Spanien, um Dunkirk mit Korsaren zu kapern. Ich muss nachdenken. Dann reißen wir hier auch mal alles ab. Zack, zack. Das Tor kann auch weg. Achso, hier habe ich Truppen bekommen, oder was? Tatsächlich. Hier kann ich auch rübergehen. Interessant. Dann reite hier mal rein und nehme das mal bitte ein. Meine Kanonen kümmern sich hier um die Türme. Ein Reiter darf hier vorne mal den Markt einnehmen. Okay, das war klar, dass er es nicht überlebt. Na komm. Hat das hier sogar über die Mauern schießen können? Vermutlich, weil sie so weit weg sind. Normalerweise trifft man nicht mehr die Mauern, aber die scheinen... Ja doch, hier auch. Aber vermutlich, wenn es ballistisch gerade richtig ist, dann kann man hier ganz knapp drüber schießen. Ich brauche da definitiv einen zum Erkunden. Hier rechts ist auch noch was. Können wir gleich mal rüber marschieren. Die haben sich gerade alle selber zerstört. Interessant, interessant. Ich mag eigentlich jetzt gerade so ein bisschen weinen, weil ich glaube, ich habe gerade 13 Haubitzen verloren in einer halben Sekunde. Dann bauen wir sie wieder nach. Manchmal ist das so ein bisschen anstrengend, das Spiel. Aber nun gut, lässt sich nicht verhindern. Das gehört wohl dazu. Jetzt haben wir zumindest alles zerstört. Können sie da nichts nachbauen. Du darfst das hier trotzdem einnehmen. Hier scheint einfach nur ein Banditenlager zu sein, oder wie ich das sehen soll. Wir nehmen es auf alle Fälle ein, weil hier auch eine Goldmine versteckt ist. Und wir brauchen immer noch Gold ohne Ende. Marschieren wir hier mal weiter runter. Hier sind auch noch Minen. Bestimmt versteckt sich auch noch eine kleine Stadt. Das reißen wir ab. Ne? Tatsächlich nicht. Ich hätte gedacht, bei so vielen Minen versteckt sich hier unten was. Aber dann nehmen wir die natürlich mit. Zack, zack, zack. Ich sehe gerade, wir haben vor allem jede Menge Gold. Wie kommt das denn? Haben wir irgendwas triggert? Dass wir 20.000 Gold haben, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir sind doch permanent eigentlich am Einheiten rekrutieren. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir dadurch dann viel Gold ansammeln konnten. Aber ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, ob wir jetzt irgendwie Gold bekommen haben. Mein Kommandant, unser Kapitänleutnant, grüßt euch und übermittelt, dass unser tapferes Regiment, die Ältesten der Alten, die Picardie, angekommen ist, um für euch zu kämpfen.
Wir sind des Wartens müde und möchten unsere Stellungen in der Normandie und der Picardie in diesen gottverlassenen Dünen ausweiten. Wir sind bereit für den Kampf. Viele von uns können von sich sagen, dass sie unter der Leitung des Herzogs Louis-Antoine Henri de Bourbon-Condé in der Schlacht von Rocroi gekämpft haben. Deren Langnamen. Ihr Ruf eilt ihnen voraus und wir haben viele Geschichten über sie gehört. Wir würden unsere Degen mit den Spaniern gerne kreuzen und das unter ihrem Kommando. Das finde ich sehr schön. Ich danke Ihnen, mutige Krieger, für eure gutmütigen Worte. Ich bin sehr froh über einen so starken und erfahrenen Kämpfer in der Reserve. Zusammen werden wir siegen. Oh ja, das sind Königsmusketiere. Die machen 100 Schaden. Okay, jetzt weiß ich, warum die 100 Gold pro Stück kosten. Wieso machen die einfach mal 100 Schaden? Also, ich zeige euch das mal. Hier, normaler Musketier, Dragoner 27. Und der hat schon Upgrades, ne? Hier, plus 4 müsste der schon haben. Beziehungsweise noch mehr, weil der kriegt sogar plus 2 an Feuerkraft, sehe ich gerade. Aber interessanterweise, ich habe die nicht abgegradet, aber ich habe sie jetzt bekommen, scheinbar die Upgrades. Deswegen ist er wahrscheinlich bei plus 100. Bei 100 insgesamt. Interessant, ich wusste gar nicht, dass man Upgrades per Szenario geschenkt bekommen kann. Also das sehe ich zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Aber gut, finde ich auch gut. Das ist definitiv eine gigantische Armee. Und apropos gigantische Armee. Also wir haben ja Truppen ohne Ende. Ich glaube, wir könnten jetzt eigentlich mal so langsam in der Mitte einfallen. Aber ich würde sagen, wir erkunden nochmal die anderen Gebiete, gucken, dass wir alles andere mitnehmen und dann zerstören wir zum Abschluss die Stadt in der Mitte. Ich glaube, die Zeit können wir uns noch nehmen. Viel ist ja von der Map nicht mehr über. Wir haben ja unten alles schon erkundigt. Gucken noch einmal hier oben rechts. Dann gehen wir hier oben links lang und gleichzeitig können wir mit den Truppen hier nach rechts hochgehen. So, also ihr guckt nochmal gerade links runter. Vielleicht solltet ihr nicht direkt an der Stadt lang gehen. Ach, meine Lieblingstruppen. Die können sich auch alle hier sammeln und ich mache das mit den Reitern. Da muss ich nicht meine ganze Armee immer bewegen. Das ist ja auch Quatsch. Gucken wir mal, dass sich hier unten nichts versteckt. Nee, das sieht gut aus. Dann marschiert ihr mal nach oben. Aha, hier versteckt sich noch was. Habe ich mir schon fast gedacht. Vielleicht kann ich die Zeit nutzen, um ein paar Upgrades rauszuhauen. Ja gut, viel ist das auch nicht. Nur eine Mühle und ein paar Häuser. Und ich muss hier mal ein paar Getreidefelder anpflanzen. Zack, zack, zack. Gegen kämpft ihr hier? Ach, hier gab es einen Ausfall. Sogar richtig viele, so wie ich das sehe. Interessant. Haben sie aber wohl keine Chance gehabt. Ohne dass ich da zugeguckt habe, haben sie das wohl komplett besiegt. Auch gut. Ach, hier oben ist schon vorbei. Dann frage ich mich, ob hier eine Insel im Wasser ist, weil ich frage mich, von welchen zwei Kanonen er geredet hat. Aber ich sehe es gerade. Ich sehe es schon. Ihr habt da jetzt nicht versucht, die Stadt einzunehmen, oder? Ach Mädels, was ist los mit euch? Dann mache ich das mit meinen Reitern. Die müssen einmal hier kreis marschieren. Ich werde alle meine Reiter mal dahin schicken, weil das die einzigen sind, die da schnell genug ankommen. Naja. Sag mal nichts dazu, dass sie immer durch die Feuer laufen, aber
Das kann man leider auch schwer verhindern, ehrlich gesagt. Da ist die Steuerung nicht so ganz gut für ausgelegt. Aber wenn wir so viel Gold haben, dann kann ich auch mal das einstellen. Das einstellen und Königsmusketiere bauen. Okay, die haben hier einen Ausfall gemacht. Ihr macht hier schon mal ein Loch in die Mauer und ihr marschiert hier rein. Und ihr dürft auch schon mal in die Schiffe gehen. Kann ich die auch jetzt mal direkt live miterleben? Bam. Also ich weiß nicht genau, wie viel Hitpoints so ein Pikenier hat. Aber ich könnte mir schon fast vorstellen, dass ein Schuss reicht, die zu töten. Gucken wir mal. Pikenier hat 90 Hitpoints. Aber er hat 4 Verteidigung gegen Kugeln plus 2. Also eigentlich müsste ein Schuss reichen. Aber es könnte sein, je nach Upgrades, dass es vielleicht nicht ganz genau ausreicht. So genau kann ich das leider nicht sagen. Aber entweder 1 maximal 2 Schüsse. Das ist natürlich richtig stark. Dann laden wir die ein, laden die unten aus, hier oben und holen uns das Stückchen Land noch, bevor wir die Hauptstadt einnehmen. Also Dunkirk. Und in der Zeit können wir hier schon mal ein bisschen nach vorne marschieren. Was schießt er auf mich? Das ist echt so ein bisschen Overkill. Genau, geht mal nach vorne und schafft mir mal ein bisschen Sicht. Seid ihr angekommen? Ach, das ist tatsächlich nur ein so ein dummer kleiner Turm. Aber er hat von zwei Türmen geredet. Wahrscheinlich ist ja auch noch irgendwo ein zweiter Turm, der sich versteckt. Naja, der wird uns aber nicht aufhalten. Mal sehen, ob es dafür eine Meldung gibt. Na, vermutlich nicht. Habe ich mir schon fast gedacht. Dafür ist das Gebiet ja einfach zu klein. Macht aber nichts. Wir können noch mehr Kanonen bekommen und mal angreifen. Ja, ich würde sagen, einfach rein mit unserer gigantischen Horde und mal gucken, wie es läuft. Ich glaube, strategisch, taktisch gibt es hier für mich nicht mehr viel zu tun. So, Kaserne zerstört. Also die reiten hier rum und sterben dabei, aber ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, das können wir ja alles verkraften. Wir haben so eine Überzahl. Brauchen wir hier um ein paar Verluste definitiv keine Gedanken machen. Und da kommt auch schon die Nachricht rein. Vermutlich haben wir es jetzt gewonnen. Lesen wir uns mal durch. Die Armee des Prinzen von Konde, der nachfolgend als Konde der Große in die Geschichte einging, hat einen eindrucksvollen Sieg errungen. Auf dem See war das französisch-holländische Geschwader vom Admiral Tromp unschlagbar und ließ kein Schiff durch die Blockade Dunkirks. Nach 3 Tagen versuchten die Spanier, die französische Formation am Strand zu durchbrechen, waren aber in ihrem Vorhaben erfolglos. Die Kosaken zeigten, welch erfahrene Krieger sie waren, indem sie die Stadttore und das Lager mit dem Schwarzpulver besetzten. Der Kommandant der feindlichen Besatzung, Leyden, sah das Ende kommen und kapitulierte. Ulrich Graf Brockdorf Rantzau wurde zum Gouverneur des französischen Dunkirks ernannt. Heute erglänzte das Licht der göttlichen Führung auf den goldenen Streifen unserer Fahnen. Dunkirks wurde eingenommen. Ruhm und Ehre dem Sieg. Ja, und damit ist tatsächlich vorbei. Und wie ich das sehe, haben wir auch alles erledigt. Wir haben das hier oben eingenommen, auch wenn es keine Mission war. Die Stadt hier rechts haben wir dem Erdboden gleich gemacht. Schade, dass wir die nicht einnehmen konnten. Aber das habe ich wohl ein bisschen versemmelt. Nichtsdestotrotz haben wir die Mission haushoch gewonnen.
Ich weiß gar nicht, die war wirklich ziemlich einfach, überraschenderweise. Ich hatte ein bisschen schwerer erwartet, aber das scheint sich bei dem DLC, muss ich sagen, auch so durchgezogen haben. Also man erkennt wirklich von DLC zu DLC mit den Balance-Patches und so, die sind wirklich unterschiedlich schwer. Also es ist nicht so, dass die späteren DLC schwerer geworden sind. Das ist wirklich immer so ein Auf und Ab, immer unterschiedlich davon, welches Reich man gerade spielt. Trotzdem, es hat eigentlich alles bis jetzt immer Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und damit haben wir die Kampagne sogar durchgespielt. Ich werde vermutlich erstmal die Kampagne nochmal im Schnelldurchgang durchspielen, also ohne den ganzen Flair mit Pipapo und Vorlesen und allem. Das werde ich alles durchdrücken und wir werden das im schwersten Modus durchspielen. Einfach, einmal zum einen gibt es dafür schöne kleine Archivements und zum anderen wollte ich mal sehen, wie knackig das Spiel so ist. Mache ich eigentlich bei allen RTS, dass ich das zusehe, dass ich das im schwersten Modus schaffe. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch da reinschalten. Ich überlege, ob ich das streame, aber das kann ich noch, das werdet ihr dann sehen. So oder so, ich bedanke mich fürs Zuschauen der Kampagne. Und ich freue mich, wenn ihr auch wieder zuschaut. Ich werde auch noch ein paar andere Projekte jetzt anfangen. Aber das war's erstmal mit dem Standard-Let's Play der Kampagne von Cossex. Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen schönen guten Abend. Ciao, ciao.